Der Pfingstsonntag 2022 führt uns nach Seifenerzgebirge. Dort findet eine Sportwanderung statt, an der wir teilnehmen wollen. Da wir bereits gestern gewandert sind und auch die Anfahrt nach Seifen ein Stückchen dauert, entscheiden wir uns für die kleine Runde. In meinem Video Märchenhaftes Seifen waren wir im April 2021 bereits in dieser Gegend und der Frühling hatte gerade zaghaft Einzug gehalten. Jetzt ist er in vollem Gange, es ist ziemlich warm, aber auch windig, alles grünt und blüht und der Vogelgesang im Wald ist einfach unbeschreiblich. Am Start- und Zielkontrollpunkt zahlen wir die Startgebühr in Höhe von 3 Euro. Wir erhalten eine Startkarte, Wanderung rund um Spielzeugland sowie eine Karte zur Orientierung. Die brauchen wir wenig, denn die Strecke unterwegs ist wunderbar ausgeschildert. Wie ich gerade sagte, nennt sich die Wanderung Wanderung rund um das Spielzeugdorf Seifen. Den Einheimischen muss man sicher nicht erklären, warum Seifen auch als Spielzeugdorf bezeichnet wird. Spielzeugdorf wird es unter anderem auch deshalb genannt, weil sich die Bewohner des Ortes neben dem Waschen von Zinn mit dem Schnitzen von Holzfiguren, Schwibbögen, Leuchtern und Kinderspielzeug beschäftigten. Wie das Klöppeln half auch die Schnitzerei, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Mittlerweile ist der Ort ein tatsächliches Spielzeugdorf. Es macht Spaß, hindurch zu wandern, alles zu bestaunen, aber auch die Pfade rund um Seifen lassen jedes Wanderherz höher schlagen. Tatsächlich wartet Seifen mit einigen wundervollen und gut ausgeschilderten Wanderwegen in und rund um Seifen auf. So erfährt man auf den 16 Stationen des 2015 eröffneten Glockenwanderweges einiges zur kulturellen Geschichte unserer erzgebirgischen Heimat und natürlich auch zum Thema Glocke. Dieser Wanderweg verbindet Seifen mit Deutsch-Neudorf. Die Stationen zieren alte, ausrangierte, in Glockenstühlen hängende Glocken. Natürlich kann man diese Tour kürzen und so auch mit Kindern unternehmen. Der Glockenwanderweg führt zum Beispiel nach Deutsch-Einsiedel, nach Deutsch-Katharinenberg zum Besucherbergwerk mit der Heuerglocke. Ein weiterer, sehr interessanter und informativer Wanderweg ist der historische Bergbausteig, dessen Stationen wir auf unserer heutigen Wanderung auch schon einige Male passiert haben. Dieser Wanderweg beginnt in Seifen am Eingang der Pinge Geierin oberhalb der Kirche. Er ist ca. 14 Kilometer lang und man erfährt viel über die Seifener Bergbaugeschichte. Auch landschaftlich hat dieser Pfad dem Wanderer einiges zu bieten. Es werden auch öffentliche Führungen von April bis Oktober angeboten. Wer nun aber glaubt, auf einer Sportwanderung hat man ständig immer nur Leute um sich herum, der liegt falsch. Wer glaubt, auf einer Sportwanderung muss es sportlich zugehen, der liegt ebenfalls falsch. Man kann, muss aber nicht. Trotz einer Teilnehmeranzahl von ca. 460 Wanderern treffen wir immer nur ab und an auf Gleichgesinnte. Es gibt diejenigen, die es langsam angehen, es gibt diejenigen, die tatsächlich ein stattliches Tempo vorlegen und es gibt das Mittelfeld. Bis auf die offiziellen Rastpunkte begegnen wir wenigen.
Aber fast immer kommt man ins Gespräch, freundlicher Smalltalk und oft fühlen wir uns, als wären wir hier alleine im Wald unterwegs. Gerade eben haben wir die Füchtner Werkstatt passiert. Ein Nussknacker aus dieser Werkstatt hatte die Ehre, als Botschafter für das Erzgebirge ins Weltall zu fliegen. Er gehörte zum Gepäck von ESA-Astronaut Matthias Maurer. Sagenhaft, ich hätte gerne mit den Augen des Nussknackers Wilhelm unseren schönen blauen Planeten von oben betrachtet. Euch schon mal, kann man einen Knopf betätigen und da geht drin das Licht an. Das machen wir jetzt gleich nochmal, weil es so schön war. So. Und dann, ja, jetzt sehen wir alles. So, weil wir unbedingt die Binge und die Seifener Kirche sehen wollen, müssen wir jetzt wieder bergauf. Mal sehen, was uns erwartet. Und da hinten ist er immer noch, der Schwartenberg. Mussten wir einfach noch mal einen Abstecher machen. Die Bänke wurden erneuert, wie ihr seht. Die Seifener Bergkirche. Sie ist bekannt in der ganzen Welt. Ich empfehle euch mein Video Märchenhaftes Seifen. Im Video erfahrt ihr einiges zur Geschichte der Kirche und ihr könnt einer Probe mit Gesang und Orgelmusik lauschen. Wir verweilen heute hier nur kurz und gehen weiter durch das wunderbare Spielzeugdorf. Auf den letzten Metern erleben wir selbst, warum Seifen auch als Spielzeugdorf bezeichnet wird. Auf Schritt und Tritt begegnen uns märchenhafte Dinge, die nicht nur Kinderaugen leuchten lassen. Ja, und mit diesem herzallerliebsten Schmatzer verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, die Wanderung hat euch gefallen und vielleicht seid ihr ja selbst bald einmal in Seifen. Dort gibt es viel zu entdecken. Klick auf vom Erzgebirgsmadel auf Tour.